Hallöchen auch meine Freunde und willkommen zurück zu Grimtales 10, der Erbe. In der letzten Folge haben wir ja herausgefunden, dass der gute Richard durch uns auch wieder ins Leben zurückgekehrt ist. Das heißt, hier ins Leben zurückgekehrt, sein Geist ist halt eben noch zurückgekehrt. Und wir müssen quasi noch herausfinden, wer für das alles verantwortlich ist, und er hat auch gesagt, dass wir einen alten Bekannten treffen werden. Ach übrigens, der Löwe da hinten, der hier, der ist aus Grimtales Das Vermächtnis. Der steht in der Grabkammer drin, in der Grabkammer drin, wo man diesen Stammbaum nach links, nach rechts, nach links drehen muss. Der hat auch in dem Fuß, in der Kralle, einen Haken drin gehabt, für den Enterhaken. Ja, ich spiele die Spiele gerne und ich habe leider ein verflixtes fotografisches Gedächtnis. Hallo Minispiel. Schick designed auf jeden Fall. Info. Erstelle die Verbindung, damit jede Kugel horizontal mit einem Kristall verbunden ist. Mithilfe der roten Pfeile kannst du die Bereiche auswählen, die du verschieben möchtest. Mithilfe der blauen Pfeile kannst du die Kacheln in die gewünschte Richtung schieben. Okay, jetzt muss ich jetzt nur herausfinden, wie. Ach so, okay. Gut. Gut, jetzt kommt die zweite Reihe dran. Okay, dann kann es das schon mal nicht sein, dass er. Okay, das ist doch einigermaßen schwerer, als ich dachte. Dammit. Das ist doch schwieriger als gedacht. Ja, ich hab's ja auch auf normal. Also, was will man da erwarten, Freunde, wa? Ich bin echt am Grübeln, Freunde, wie es hier vorangehen soll. Wahrscheinlich müssen die Dinger mal nach vorne. Ich versuch's mal.
Kann ich irgendwie noch neu machen, ja. Das ist echt gemein von den Entwicklern. Das könnte jetzt schon fast stimmen. Sorry, bin ich gerade so schweigsam, mein Freund, aber ich konzentriere mich gerade echt gerade extrem. Weil ich möchte das jetzt nicht überspringen. Das wäre zum Beispiel jetzt richtig, das hier unten. Bloß hier oben ist halt noch grottenfalsch. Ich bin gerade noch am ruhig. Ich bin so ruhig, weil ich gerade innerlich koche. Nicht wundern. Weil mein Ehrgeiz hat mich gerade gepackt. Also, ich werde dieses Minispiel definitiv ins nächste, in die nächste Folge nehmen, wenn es sein muss. Oh Mann, warum müssen die Spiele so beschissen schwer sein? Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke. Wir wollten ja unbedingt auf Mittel, auf Normal spielen, wa? Ich und meine Aussagen immer, ich bereue es jedes Mal.
Das könnte auch richtig sein, aber ich bin mir nicht so sicher. Jetzt hapert es natürlich jetzt wieder an den hinteren Teilen. Ist ja wieder typisch. Das ist echt teils echt frustrierend, Freunde. Tut mir furchtbar leid, Freunde, aber nein. Ja, ich muss zum Eingang, aber das ist kein so einfaches Unterfangen. Oha. Hey, das ist doch der Teddybär aus Grimtails, das Vermächtnis. Cool. Aber sicher nicht. Ich fasse doch nicht hinein, ohne meine Hände zu schützen. Ja, okay. Das heißt, wir müssen hier, glaube ich, irgendein Gewicht hin tun. Machen wir es einfach so, Freunde. Was Minispiele angeht, versuche ich die ein paar Mal. Wenn ich es schaffe, dann schaffe ich es. Wenn ich denke, das dauert zu lange, dann überspringe ich es. Machen wir es so wie das. Tut mir zwar in der Seele weh, aber wir machen das jetzt so. Bevor ich mich immer hier ewig immer rum erklären muss. Es ist zu weit weg. Mir bleibt nichts anderes übrig, als nach oben zu klettern. Okay. Die Statue erinnert mich an Gerechtigkeit, deswegen sollte sie etwas Nützliches in der Hand haben. Ja, hier. Oh oh. Info. Gleiche die Waagschalen aus. Okay. Den Totenschädel hier. Okay, der hat sehr viel Gewicht. Okay, das war schon mal falsch. Erneut. Erstmal den hier hin. Den hier hin. Leute, das ist eine Skyrim-Münze. Schaut mal, da ist das Skyrim-Symbol drauf. Das ist ein Skyrim-Symbol. Lol, okay. Jawohl. Dankeschön. Okay, du willst einen Sensor haben, verstehe ich. Handschellenschlüssel. Seht ihr, haben wir doch wieder wenigstens ein Minispiel gelöst und ein Easter Egg gefunden von Skyrim. Schon wieder ein Geist. Das ist einer unserer Vorfahren, kann das sein? The Greys keep many secrets. Follow me. I'll help you find something useful. Die Greys haben viele Geheimnisse. Folge mir, ich werde dir helfen, etwas Nützliches zu finden. Ja, ist ja nett und so. Aber hier können wir gerade nichts machen. Der will immer noch seine Sense, da kommen wir noch nicht hin. Was sagt die Karte?
Der Geist möchte, dass ich ihm folge. Okay. Da fehlt noch ein Schlüssel. So, meine Freunde, aber ich sage mal an dieser Stelle wieder mal, Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, was ihr hier gesehen habt, dann lasst doch den Ganzen ein Abo da. Ihr könnt natürlich auch die Glocke aktivieren, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Und dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge von Let's Play, beziehungsweise wie ich es getauft habe, innerlich, Let's Wimmel, Crimtails 10, der Erbe. Tschüss.